pacers are left. Tell me. You didn't say please. Don't play games with me, duckling. Tell me. Fine, be that way. Shah! Where's that blasted snake mount? I guess we'll have to do this the hard way. I can do this all day. What is this hideous creature? Stay back! Oh no! The Duckman comes with me! I'm not gonna let you eat him! What? What the? Too easy! Whoa, that was a close one. Thank you, Miss, Lilac. Miss Lilac. Are you okay? I saw a huge explosion back there. You've been following me this whole time, haven't you? Duh. I take it you know this guy. Girl. This girl? She's like my tail, always right behind me. Carol the Wildcat, at your service. And this is Lilac. Well, I'm Torque. I'm a shell duck. Shell duck? It's more of a nickname. I'm not exactly from around here. So what are you doing out here? The skies haven't been safe for days. Someone is about to steal the Kingdom Stone, and I have to stop them. The Kingdom Stone? That's impossible. Yeah, only I could steal it. You wish. Well, it's already happening. Marizawa is sending troops in disguise to the ancient temple. I have to warn them. Carol and I are pretty fast. We could run over there for you. Seriously? Yup, I've got a motorcycle and she's a dragon. They're like super fast. Tarn straight. Well, it's worth a shot. Hurry over there before it's too late. What about you? I'll catch up with you as soon as I find all my stuff. Right. Come on, Carol. General Gong! You two again? It's nice to see you, too. We have to talk to you. The Kingdom Stone is in danger! Don't be ridiculous! Nothing gets past my nose! Will you just listen for a minute? What is the meaning of this? We mean no disrespect. We're just you trying to- You heard what the General said. There's nothing to worry about. But- Don't make me repeat myself. Well, they sound like they know what they're doing. Why don't we just charge up and go home, huh? What do you say? I don't know. I feel like they're hiding something from us. It's an ambush! Was geht's, liebe Leute? Hier ist wieder euer Crush for the Vigitinen zurück bei Let's Play Again Son. Würde schon sagen, Sonnigery. Freedom Planet für Nintendo Switch. Und wir starten durch mit der zweiten Stage. Relic Maze. Mit dem wahrscheinlich entspannten Soundtrack überhaupt. Das klingt ja auch wundervoll. Und auch genauso klingt es wundervoll, dass wir ein extra Leben bekommen haben, wieder mal. Ja, jetzt gilt es auf jeden Fall zu vermeiden, dass der Königstein gestohlen wird. Und ich weiß nicht, ob das jetzt eine Schnecke darstellen sollte oder irgendwas anderes. Auf jeden Fall ist es gefährlich und deswegen muss es getötet werden. Es ist schon ein ziemlich interessanter Ort, muss man sagen, also. Natürlich ist es basierend auf alte Tempel und so. Und ja, da kommt auch ein bisschen Anspielung an Marble-Graden aus Sonic 3 & Knuckles zum Vorschein. Wenn ich das so sehe. Ich meine, Marble... Okay, ich könnte trotzdem doch hochgelangen.
Das muss doch irgendwie gehen. Weil ich meine, Marble Garden basiert ja auch auf so einer Art, will sagen... Oh shit, da hat er mich noch erwischt. Okay, einmal so drehen und schon kommt man da runter. Wenn man einfach da auf der Stelle springt. Weil ich meine, Marble Garden war ja auch, so eine Art Ruine. Oh shit. Ich wollte eigentlich dem Bohrer seinen Attacken entgehen und stattdessen werde ich hier von dem Feuerball getroffen. Wie ironisch. So, jetzt gilt es hier... Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, es gilt jetzt zwei Schalter zu finden. Ich würde sagen, wir gehen erstmal den gelben Weg, um den gelben Schalter finden zu können. Ja, wirklich, der Soundtrack ist einfach nur wundervoll. Ich kann es immer wieder wiederholen. Das extra Leben müsste ich auch rankommen können. Möchte gern zu Batz. Ah, man kann da wieder runter, ne? Okay, ich sehe aber nicht, wie ich da das extra Leben erreichen kann. Es muss auf jeden Fall einen Weg geben. Gehen wir mal oben lang. Jetzt sind wir. Oh. Kommen wir wieder dort hin. Momentum Gameplay. Und Feinst. Und Antigravitation. Ein bisschen geht nicht mehr. Aber jetzt hier Full Speed. So wie wir es von der Sonic-Reihe kennen. So. Aber jetzt haben wir den Schalter betätigt und damit müsste sich also alles geöffnet haben hier. Ach nein, das dreht nur das um. Ein kleiner geheimer Schatz noch oben drauf. Ich weiß wirklich noch nicht, aber ich weiß aber bislang noch nicht genau, was diese Kugeln alle bringen. So, jetzt ist alles offen. So, die Karte lasse ich mir natürlich nicht entgehen. Bei 100% mache ich zwar nicht, aber ich will halt trotzdem so viel wie möglich erreichen. Vielleicht kann ich ja unbewusst noch die 100% irgendwie erreichen bei diesem Spiel. Wer weiß. Ohne dass ich es wirklich will. Vielleicht kann ich schon so viel sammeln, sodass nur noch ein, zwei Dinge übrig bleiben. Dann kann ich die auch noch sammeln. Ja. Ich meine, warum nicht? Das Spiel macht ja schließlich genug Laune dafür. Aber ich kann nichts versprechen, also, ja. Bitte vergebt mir deswegen. Der Bohrer ist schon wieder unten, merke ich gerade. So, Zeit, den zweiten Schalter zu aktivieren. Looping Action! Und da oben ist was, was ich erreichen möchte. Ist gut, dass die Gravitation so gut mitspielt. So. Zack. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass der Feuerball hierhin geschossen wird. Wir haben ein Schild. Ich weiß allerdings nicht mehr, was der grüne Schild nochmal macht. Aber das finden wir schon noch heraus. Rock. So, da kommt auch noch Feuer. Weg mit euch. So. Hier drehen sich die ganzen Dinge um. Oh, damit ziehen wir, das ist eine Uhr. Damit ziehen wir die ganzen, Leben... Kristalle an. Ich weiß nicht, ob das überhaupt Kristalle sind, aber ich glaube schon. Auf jeden Fall etwas, was uns heilt. Heilung, Heilkristalle nenne ich sie mal. So. Ich
weiß nicht, war das doch keine gute Idee, das jetzt wieder zu drücken. Na gut, man kommt dann mit dem Dragon Rush ja auch rauf, also wir haben genug Bewegungsfreiheit. Aber hier kommen wir trotzdem noch nicht hoch. Das benötigt eine richtige Abfolge. Oder wir können einfach hier mal weitergehen. Oh, ich glaube, da kommt ein Miniboss. Oh ja. Ein Flammenwerfer. Alter Schwede. So, mit dem Dragon Rush können wir besonders viel Damage machen. Und das wär's. Da geht er down, da geht er down. Oh, da unten ist eine Karte. Da ist mir natürlich auch nicht entgehen. So, aber für irgendwas wird das hier benötigt. Ach so, ja richtig. Wenn ich das auf ihn hätte runterfahren lassen können, dann, ja, hätte ich ihn gleich damit gekillt. Ja, mein Fehler. Hätte ich auch einfacher lösen können. Naja, das kann ich mit Carol oder mit Mila genauso noch versuchen. So, die Karte befindet sich hier oben. Yes, nice. Jump. So, jetzt können wir schon wieder raus hier. So, aufpassen auf die Flammenwerfer. Oh, shit. Nein! Bleib da oben. Ich will hier raus, Mann. Oh, boy. Das ist... Na, komme ich da gar nicht mehr raus, oder was? Vielleicht sollte ich nochmal einen Schalter drücken. Dann geht's einfacher. Muss das jetzt in eine Position reinbringen, die auch wirklich mir hilft, weiterzukommen. Na komm jetzt! Ruck. Platforming. Dann ist dazu. Okay, jetzt ist da offen. Aber da komme ich jetzt nicht mehr rüber. Oder wenn ich den Dragon Rush nutze, dann. Nö, da nicht. Dann halt da hoch. So, ich hoffe, dass es jetzt mal klappt. Nein! So, jetzt war. Endlich! Es wurde auch Zeit. So! Damit kommen wir jetzt hier weiter. Zum nächsten Bereich. Oh! Nein! Gib das Juwel wieder zurück! Okay, jetzt kommen wir auf den Zug rauf. Oh, oh. Bomben! Und ich wurde von einer tatsächlich erwischt. Alter! Bloß aufpassen. So, weg mit dir. Sehr gut, dass er den auch gekillt. Stacheln. Oh nein, jetzt den Boss? Okay, aufpassen auf den Laser! Oder auf die Stacheln. Shit. Ja, das wird mein erster Lebensverlust. Was? Oh mein Gott! Wäre ich da jetzt in den Stacheln dabei gelandet? No way! Ich wurde gerade noch vermeiden zu sterben hier. Gerade noch so. Das war doch erst der Mini-Boss. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Ich dachte, das wäre schon der Endboss von Relic Maze.
Da oben ist was. Wenn man schon diese Spalte so sieht. Ich glaube, auf diese Art kommen entweder Mila oder Carol rein, schätze ich mal. Okay, aufpassen, Spitzhacke. Ist mir zu spitz. So. Gib mir die Heilung. Die ist bitter nötig. Was war das überhaupt für ein Juwel, das sie versucht haben zu stehlen? Oh, das ist eine Besiegbarkeit. Habe ich gerade den richtigen Moment bekommen, weil, ja, ich wäre von der Spitzhacke beinahe aufgespießt worden. Aber da oben ist was. Hm. Ich glaube, da komme ich dann mit Carol hin. Oder auch so. Ja, gut. Das war jetzt dumm von mir. Extra Life! Oh, shit. Ey, was? Der schießt auch noch mit so einem Scheiß? Oh, shit. Puh. Gerade noch so gerettet. So, aber ich möchte mal wissen, was da noch da drüben wäre. Ah! Oh, nein! Oh, 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 oh. Das war eng. Oh. Wie wär's, wenn ich keinen Uppercut einsetze, sondern lieber Nahkampfangriff im normalen? Am Boden? Der Tatsachen? Immer so zur Info. So. Das hat doch eine Anspielung an die Ice Gap Zone. Den Vibe habe ich gerade bekommen. Ja, ein Zurück gibt es nicht mehr. Ich hätte da auf dem Weg bleiben sollen. Ich habe wahrscheinlich jetzt eine Karte verpasst, aber was soll's. Was soll's? Ach du Scheiße. Der wird uns noch in... Ja, der wird uns hier noch zu Tode nerven. Nein, ich komme nicht mehr hoch für was. Doch. Lass gut sein. Und hier. Her mit dem Leben. Ich möchte, dass meine Lebensanzeige wieder gefüllt wird. Ah, nicht wieder vermindert. Oh! Das war knapp, ey. Muss ich wirklich einen guten Zeitpunkt aussuchen, um anzugreifen. Gerade dann, wenn ich ihn attackiert. Oh, du Scheiße. Kommt noch ein Bohrer? Ich hoffe mal nicht. Verdammte Spitzhacke. Shit. Das Leben des Todes, ne? Das ist ein Schild da oben. Ah! Komm ich da nicht hoch? Ich komm da nicht hoch, what? Ich bräuchte dann schon fast einen Super Dragon Rush. Oha! Was ist da, Trampoline? Wir haben nur noch einen Treffer und das war's. Bloß aufpassen. Alles könnte mich jetzt hier töten. Dann haben wir unseren ersten Lebensverlust. Oh shit. Ich habe ja gewusst, dass das kam mir schon ein bisschen zu verdächtig vor. Sekunde mal. Habe ich das Trampolin vielleicht nutzen können, um... Oh man. Bomben. Und Leben, dankeschön. Und weg. Oh, damit kann man Schüsse abwehren.
mich da irgendwie das Trampolin nutzen, um... Ich kann auch so. Ach so, da war ich ja schon. Die Spitze alleine verletzt mich schon und nimmt mir mein Schild wieder ab. Schade, ich bin an den Zug gehangen. Der schwerte ja Schüsse ab. Oh! Wir gerade von Schüsse reden. Was? Wo kommt der jetzt her? Oh. Das war nur der Bohrer. Ich dachte schon, da kommt jetzt dieser Spacko. Shit. Außerdem, da das gute ein Angriffsmuster gegen den Bohrer zu finden, ist halt nicht einfach. Oh, und ich wusste nicht, dass die Wand zerstörbar ist und der auch noch eine Karte bereithält. Ja, nice. So weit, so gut bislang. Und ja, für das Bonusspielchen. Warum noch nicht? Oha. Shit. Na toll. Da will ich jetzt mal gucken, wo das mich hinführt. Na, kann ich nicht mehr. Schade. Oh oh. Otto! Er kommt zurück! Nervt er mich jetzt die ganze Zeit über? Oh shit. Oh! Kannst du knigge, Freundchen? Da brauche ich einen Schlüssel. Oder einfach den Knopf betätigen und gut ist. Ein geheimer Raum. Und ja, da geht's wieder zwei Schlösser zu öffnen. Schaut, dass man auf der Leiter nicht angreifen kann. Gehen wir mal den rechten Weg. So sind wir nicht so ganz Mainstream. Oh, eine Mini-Boss. Um an das Juwel ranzukommen. Oh! Ah! Da kann ich auch selbst schauen. Wie geil ist das denn? Das habe ich nicht erwartet. Aber cool. Okay, der Christ. Okay, okay. Verstehe schon. Ich muss das so lange leuchten lassen. Ja. Bis das genug Licht drauf kommt. Schon kapiert. So, weiter im Programm. Oh, ja, richtig, das kenne ich noch. Ach du Scheiße. Oh Mann. Oh Mann! Da muss ich davor auch wieder fliehen. Nachdem ich das hier aktiviert habe. So, schnell weg hier! Raus hier! So, geschafft! Dann kann es jetzt hier weitergehen. Nein, da habe ich gerade... Spacko! Ja, okay, das ist wieder was für Carol. So, jetzt glaube ich, kommen wir langsam zum Boss. So, I needed to find my father's killer. Not like a couple traitors like yourselves would care. I'd rather be called a traitor than a murderer. The scars left us no choice. And you've left me no choice. Still training, I see.
You wanna fight? Come and get it! I'd love to stay and dance, but Mayor Zhao's got a tight schedule. Besides, if something else is guarding this thing, I'd hate to be around when it wakes up. You're insane, you know that? You're never gonna get away with it! We'll see about that. Ew! He'll never make it out. But we should! Come on! Na toll. So viel dazu, aber... Oh oh. So schnell die Clown angreifen und dabei aufpassen, dass ich nicht selber erwischt werde. Und dann noch hier die Augen angreifen. So. Und jetzt aufpassen. Der kommt wieder. Oh! So, aufpassen. So, die ersten Clowns sind schon weg. Und schön springen. Schön dabei springen. Wir gehen ab hier. Oh, aufpassen. Nur schön in Bewegung bleiben. Runter mit den Clown hier. Und dann ist es gleich vorbei, ne? Vorher nehme ich mir noch die Kristalle hier, wenn ich schon dabei bin. Ach nein, noch nicht. Wir müssen noch eines seiner Augen auf. Das andere Auge zerstören. Das lief jetzt gerade nicht so gut. Wow. So, sehr schön. Oh, Heilung. Das war knapp. So, jetzt aber. Jetzt geht's wieder ab. Au! Da hat er mich kalt erwischt. Uff, Vorsicht. Ich weiß nicht, ob das Instant killen könnte. Oh, oh. Dann will er ja schon. Schießt er damit schon auf die Seite. Oh, Mann. Okay, jetzt aber bin ich hier unvorsichtig. Es geht nicht mehr. Shit. Nein, der erste Tod. Jetzt lief's so gut vorher. Und dann sowas. Jetzt lief's so gut. Und dann muss am Ende sowas passieren. Nein! Ja, diesmal habe ich wenigstens das wieder aufgesammelt zusätzlich. Kann doch nicht wahr sein, ey. Da schafft er es, mich noch zu killen. Der Spacko. Oi. Sehr schön. Schon mal den einen Arm abgenommen. Aber dann ohne die Schaden gefressen. Ey, come on. Ist das euer Ernst hier? Shit, ey. Ich muss jetzt leider nicht heilen. So, jetzt aber. Das muss besser laufen hier. Wer sagte besser laufen? Bleibt er mal stehen hier? So. Sehr schön. Und ein Leben wieder zurückbekommen, das wir verloren haben. Wenn das zweite Auge weg ist, dann... Was zum... Wodurch habe ich jetzt Schaden genommen hier? Ach, dann immer noch eine Phase hier. Come on.
So, ein Arm weniger ist meistens immer gut. Oh, da ist auch mehr Heilung. Ey, und eine Karte. Oh, gut, dass ich da noch geguckt habe. Nice. So, gleich ist der Arm ab. Es wird mal Zeit. Besser Arm ab als Arm dran. Haha. Geh sterben. Du möchtegern Gottesanbeterin. And done. Okay. Dann schauen wir mal, wie viel wir... Okay, wir bekommen Feuerschild. Und jetzt schauen wir mal. Das wird so ein Blitzschild. Ja, okay, Leute. Dann war's das jetzt mit diesem Part von Freedom Planet 1. Ja, und wie immer geht, wenn es gefallen wusste, ist bestimmt einen Daumen nach oben und Kommentar nicht vergessen. Und ja, der Boss war intensiv, aber es lief eigentlich gar nicht so schlecht. Hätte besser laufen können, aber ja, ich wusste nicht, dass da noch Heilung am Ende war. Und von dem eine Karte. Aber gut, gut. Nehme ich mal so hin. Und ja, ich hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei. Also seid gespannt und klickt wieder rein. Euer Crush for the Fake 9. Bis zum nächsten Part von Let's Play Freedom Planet. Let's Play Again Freedom Planet 1 für Nintendo Switch. Also auf Wiedersehen und Tschüsschen, Leutchen. Ach ja, bevor ich es vergesse. Ich habe mich bezüglich einiger Punkte in letzten Part auch geirrt. Wie zum Beispiel, dass Freedom Planet auch auf die Xbox geportet worden ist. Und nein, leider Gottes auf keine Xbox-Konsole. Und das Spiel kam seit 2014 raus und nicht schon seit 2013. Das war auch ein Irrtum von mir, wofür ich mich entschuldigen möchte. Ja, war halt mein Fehler. Das war Missinformation von mir. Und ja, das wollte ich nochmal am Ende erwähnen. Na gut, aber jetzt wird es Zeit. Danke für Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen und Tschüsschen, Leute.